Rickstastisch geht es weiter, diesmal nicht auf einer speziellen Map, sondern einfach irgendeine Raum 13 Play 01 und ich habe mal alles weggerüstet in irgendeinem Raum. Natürlich kennt man mich hier, wird mich vermutlich killen wollen, vor allem wenn man sieht, hey, der hat keine Rüstung, schnell einen Kopfschuss drauf, aber ich möchte jetzt einfach mal schauen, wie man so, wenn ich mich jetzt in die Vergangenheit teleportieren könnte, spielen kann. Ich habe mir natürlich über die Zeit sehr viele Waffen gekauft, auch mit echtem Geld, weil so viele Waffen wie ich habe, ich kann nicht jede Runde eine neue Waffe normal erspielen. Aber das habe ich eben, um Abwechslung in die Videos bringen zu können. So, und viele, die mich vielleicht erst neu kennen, die sehen dann, oh, der wechselt ja bei jedem Video die Waffe. Was für ein Pay-to-Win-Noob. Aber kaum jemand sieht, dass ich in meinem ersten Let's Play Brickforce bis Folge 70 oder so, ich habe nachgesehen, mal komplett nur mit den Anfangswaffen und auch dann mit der Hurricane gespielt habe, die ich mir dann eben erspielt habe. Und yo, jeder fängt nämlich mal klein an und niemand sollte in irgendeinem Game am ersten Tag gleich alles haben. Das ist natürlich jetzt komplett untertrieben bei mir, denn man kann einen gewissen Anteil an Rüstung auch ganz leicht so bekommen. Wo sind denn hier die Leute? Die sind doch hier im Wald immer das eine Team. Aber ich mache es mal wirklich ganz krasser, kompletter Anfänger-Style. Und ich schaue jetzt mal, wie viele Punkte man sich hier in so einer Runde in einem zufälligen Raum holen kann. Beziehungsweise, ob es dennoch Spaß macht. Denn viele glauben ja irgendwie, mir macht das Game nur mit diesen vielen Waffenspaß, aber ganz ehrlich, wieso sollte ich jeden Tag genauso spielen, wie ich zum Beispiel jetzt spiele, wenn ja jeder seine erspielten Sachen verwendet? Das ist genauso Schilling, spiel mal ohne Rüstung, Schilling, spiel mal ohne Waffe, Schilling, spiel mal ohne Maus und Tastatur, Schilling, spiel mal mit geschlossenen Augen, Schilling, spiel mal. Ja, man merkt schon, wo das hinführt und dass das eigentlich keinen Sinn ergibt. Aber gut, weil ich auch vor kurzem die zweite Folge von meinem neuen Commentary-Format namens Spieletrend aufgenommen habe und da geht es um Pay-to-Win und Free-to-Play, möchte ich einfach mal hier abchecken, wie es denn wirklich so aussieht, wenn jetzt jemand neu anfangen würde. Noch dazu, als neuer Spieler kann man ja auf die Beginner-Server und so weiter und so fort. Aber das lasse ich jetzt einfach mal weg. Ich kann mir keinen neuen Account machen, um auf irgendwelche Beginner-Server zu gehen. Denn mehr als ein Account ist in so gut wie keinem Free-to-Play-Spiel erlaubt und wird als Multi-Accounting sehr böse gebannt. So. Genau, also ich würde wirklich, Hand aufs Herz, ich würde wirklich ganz gerne, oh, der war nicht von uns, ganz gerne mal komplett neu anfangen mit diesem Spiel, aber dafür müsste ich meinen Charakter löschen, meinen Hauptaccount, und das ist natürlich nicht so fein. Das würde ich niemals in meinem Leben machen. Oh, blockiere mich nicht. Die Map Siege habe ich auch schon ein paar Mal schon zu Ende. Ja, das ist die Sache, wenn man in zufällige Räume geht. So, jetzt mal schauen. Forstpunkte, okay, das war jetzt eine ganz kurze Runde mit wenigen Kills. 139. So, noch dazu könnte man mehr Forstpunkte bekommen, wenn man sich so... Ich schaue jetzt einfach mal in den Shop hier. Irgendwas. Outfits. Kopfbedeckung oder Charaktere. Irgend so ein Kopf. Hier kostet permanent 7000 Punkte. Okay. Was haben wir hier noch? Jacke. Dum, didum, dum, didum. Einen Tag so viel. Jo, und die ganzen Ausrüstungen bekommt man ja auch beim Pick and Win wie Sand am Meer. Ich habe hier so viel Zeugs durch den täglichen Login-Bonus, wo man nichts machen muss. Gar nichts. Könnte man sich ein paar Bonus... Hier, alles voll, alles voll. Ein paar Bonuspunkte oder so draufstecken. So, wie auch immer. Was bin ich, Roommaster? Ich will einfach nur in zufälligen Räumen spielen. Das ist doch unglaublich so. Es wird wahrscheinlich eine halbe Stunde dauern, bis ich noch etwas finde.
VIP-Lager. Fast XP. Genial. Mega XP. Ja, ich weiß schon, warum ich immer meine eigenen Räume aufmache. So, wie es scheint, habe ich einen Raum gefunden. Und da sind sogar ein paar aus Brick Trend auch dabei. Schilling ist da. Ja, was für ein Zufall. Auch so finde ich den Clan, wenn ich einfach nur in irgendwelche Räume gehe. Die Map finde ich auch cool. Basecamp. Habe ich Glück gehabt. Normalerweise findet man so schnell nicht seine Lieblingsmaps. Aber das ist definitiv hier eine coole Map. So, wie gesagt, ich würde wirklich die ganze Zeit immer nur mit dieser Waffe und ohne allem drum und dran spielen. Aber oh, das Spiel ist jetzt einfach schon so groß. Oh, das war nur Assist, so groß geworden, dass einfach jeder. Hier, man schaut sich mal um. Sieht irgendjemand so nackig aus wie ich? Nein, jeder hat schon irgendwas. Auch die 100% Free-to-Play-Spieler. Aber ich spiele mal jetzt hier komplett nackt. 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Oh, du bist keiner davon. Ich gehe mal hier in mein Lieblingshaus auf dieser Map. Ach, das waren noch Zeiten. Oh, Werkzeug. Werkzeug, ja sowieso. Oh, hier steht jemand AFK rum. Nein, nicht AFK. Er wollte sich nur hier verstecken. Vor dem böse ausgerüsteten Schilling. Komm her. Geh weg. Okay, eine Etage höher, falls man mich entdeckt hat. Alter Falter. Da geht ja hier gar nichts. Und rüberlaufen kann ich nicht wegen diesem Geschützturm. Wegen der Nachricht, die da aufploppt. Genau, habe ich schon erwähnt, dass es Beginner-Server gibt? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube schon. Nur jedenfalls kann ich auf diese Server nicht hinauf. Boah, wieder die Granaten fliegen. Ich werfe auch mal meine Granate. Wuhu! Flieg und Sieg. Hier ist jemand. So, und wieder weg. Wir wurden entdeckt. Radar habe ich jetzt auch eingepackt. Denn jetzt habe ich ja einen Platz mehr. So, hier müsste irgendwo jemand sein. Uah, der Johnny hat sich neu eingekleidet. Sogar so finde ich den Johnny. Das ist ja mal wirklich krass. Er hat einfach diese magische Gabe, die ihn immer in ein Video bringt. Egal wie er es anstellt. Aua. Egal wie er es anstellt, er kommt. 7 Assists, alter Falter, was geht denn da? Ich denke mir die ganze Zeit, ich kill diese Leute. Ich glaube nämlich, mit Assists, muss man dann am Ende der Runde schauen, bekommt man nämlich nicht so viele Punkte. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ob das nur vom Score abhängt, ich glaube nämlich auch von der Zahl der Kills, dass das abhängt. So, die habe ich hier auch dabei. Jawohl, ja, geht doch. Mit der habe ich auch immer gespielt. Ah, Moment, hier ist nichts. Die ist auch gar nicht abgegradet. Also wie ein ganz normaler Spieler. Ich meine, da bin ich ja sowieso, aber wie ein ganz normaler neuer Spieler, um es mal so zu sagen. Aber wie gesagt, meine Ansicht ist noch immer, ich finde nicht, dass man als ganz neuer Spieler schon in irgendeiner Hinsicht so gut von den Items her sein sollte, wie jemand, der nun schon länger als ein Jahr lang zockt. Das ist meine Ansicht. Das ist in einem MMORPG so. Da ist man Level 1 und das kann von mir aus auch in einem Shooter sein. Klar gibt es auch Shooter, da taucht man direkt ein. Meistens die Bezahlshooter, wo man einfach einmal was zahlt und dann hat man ihn. Aber selbst Call of Duty, ich bin da nicht so der Profi, muss ich sagen, aber auch dort irgendwie kann man Prestige hochleveln und das dann zurücksetzen und dann nochmal hochleveln und dann nochmal. Und da ist man dann auch viel krasser drauf als ein komplett neuer Spieler. So, wieder 200 Punkte für eine recht kurze Runde. Also so 1000 kann man sich da locker mal schnell holen. Okay, noch ein Raum gesucht. Mal schauen. So, jetzt sollte gleich eine... Ja, startet schon. Eine Runde starten. Da heißt der Raum nur Schilling. Da musste ich doch einfach mal draufklicken. So, die Map kenne ich nicht, oder? Nein. Habe ich, glaube ich, noch nie gespielt.
Mal schauen, wo die Leute sind. Hier war mal einer und hier war mal der zweite und hier war mal der dritte. Wie viele gibt's? Vier. Das heißt, einer fehlt noch. Wo ist der letzte, den ich zerfetzte? Ah, das ist wieder so ein Teil, wo man nur in eine Richtung kann. Nein, doch, hier kann man in beide. Da kann man aber auch sowas basteln. So einen Weg, wo man dann nur in eine Richtung... Oh, hier geht's rauf. Mal abchecken, das ist gleich ein ganz anderes Feeling, wenn man nicht immer Raumleiter ist und dann in zufällige Maps kommt, mit zufälligen Leuten. Wow, mit zufälligen Granaten. Nein, jetzt... Ja, wieso? Du kannst doch nicht wissen, dass ich da bin. Wieso wirfst du da immer? So, Radar abchecken. Hier müsste ganz in der Nähe etwas sein. Hawk, 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 Hawk. Sehr schön. Sehr fein, liebe Hawk. Hey, die Map ist gar nicht mal so übel, muss ich sagen. Kann man viel herumlaufen. Gibt genug zu machen. Wow, was war das? Da ist in der Nähe ein Spieler. Ich habe das durch die Mauer durchgesehen. Oh, der wirft doch irgendwas. So, Radar funktioniert schon wieder. Das ist wirklich praktisch, wenn ich einen Platz mehr frei habe. Hier muss... Da ist doch jemand! Alter, wo bin... Was? Ach, hier geht's rein. Nein, hier geht's nicht. Hier ist ein Spieler, ich sehe das doch. Der ist irgendwie gefangen oder so. Oder keine Ahnung, ich kann mir das nicht erklären. Aber den schnapp ich mir noch irgendwie. Gehe auf die Suche nach diesem Spieler. Bip, 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 Spieler. Wo ist der? Radar nochmal. Hier, der muss hier irgendwo in diesem Schornstein gefangen sein. Keine Ahnung. Na gut, wie auch immer. Dann soll er dort nur chillen, wenn er möchte, wenn er Bock hat. Ah, ah, Achtung. Achtung. Ich sag dir doch schon Achtung. Wieso hörst du nicht auf mich? Liest du auch keine Straßenschilder im Verkehr oder was geht da ab? Yoda-Mann ist da, glaube ich, gefangen, oder? Wer ist das? Ich weiß es nicht. Hilfe! Da brennt's irgendwo. Bei uns hat's auch mal gebrannt bei einem Schulprojekt. Schon wieder die Runde zu Ende. Was soll denn das? So, 233 Punkte. Zurück. Meinen gesamten Sternenstaub habe ich schon verteilt. Jo, das waren jetzt so, ich weiß nicht, wie lange ich effektiv gespielt habe. Die Runden waren immer nur 2 Minuten, also in so, sag ich mal, 10 Minuten. Jetzt vielleicht 600-700 Punkte bekommen. So, was gibt's hier noch so an Maps? Irgendwo werde ich hoffentlich noch eine längere Runde finden. Sniper, Slenderman, oder? Wo war das? So, das ist jetzt TNT. Die habe ich auch schon mal in einem Video gezockt und die finde ich ganz cool. Das war der Hurricane des Todes. Das war der Hurricane des Todes. Kommst du her? Kommst du her? Man sieht ja auch die Spieler, die Rüstung haben. Und wenn man dann wirklich neu anfängt und man killt einen Spieler, der wirklich offensichtlich volle Rüstung und alles hat und man selbst hat 0, dann muss man sich ja darüber doppelt freuen, weil dann kann man wirklich sagen, okay, jetzt habe ich Skill. Oder der hat eben keinen Skill gehabt. Aber ich würde das nicht immer so eng sehen, nur wenn man mal öfter stirbt vielleicht, weil man eben nicht so gut ausgerüstet ist. Solange es einem nicht den Spielspaß verdirbt. Manche definieren ja den Spaß nur dadurch, welcher Score am Ende draufsteht. Aber das ist ja nicht so. Oder habe ich in der Schule genauso viel Spaß, wie meine Noten sagen? Vermutlich eher nicht so. Das ist auch das beste Beispiel hier. Nachladebug, volle Rüstung und im Endeffekt nichts getroffen. Oh, die Runde geht lang. Jawohl, die geht auch bis zum Ende dann. Ja, hat man in der Schule nur Spaß, wenn man am Ende gute Noten hat? Nö, wüsste ich nicht. Also, wie auch immer. Ich weiß nicht. Das sind meine Gedanken so dazu. Wenn ich keinen Spaß an einem Spiel finde, dann höre ich einfach auf damit. Ansonsten muss man sich den Spaß irgendwie selbst zurechtrücken und sich den eben machen. Oder man baut dann eben mehr.
Und spielt dann immer auf seinen eigenen Maps. Ist diese auch bekannter... Oh, Entschuldigung. Ich dachte, da ist ein Rauch. Das muss ein Gegner sein. Oh, jetzt ist er wieder da, der Yoda-Mann aus der vorigen Runde. Ein Stalker. Dies und viele weitere Fragen beim nächsten Mal. X-Faktor, das ist unfassbar. So, verteidigt mich hier nicht alle. Ich möchte ja schauen, wie es alleine ist. Ohne irgendetwas. Ganz nackig. Mach dich nackig. Ey, mach dich nackig. Entschuldigung, können Sie sich bitte mal frei machen? Oh, da raucht's. Da raucht's. Da raucht's. Rauchen ist ungesund. Jede Zigarette verkürzt das Leben um 6 bis 7 Minuten. Das heißt, 6 bis 7 Minuten weniger zocken. Was soll das? Das geht doch nicht. Jede Zigarette, eine Runde Brickforce weniger. Kann sich das jemand vorstellen? Das ist doch krass. Jede Zigarette, eine Runde Brickforce. Na, aber hallo, wenn ich da die Wahl hätte. So, was kann man noch auf der Map machen eigentlich? Man kann auch hier ganz runter. Dann probiere ich nochmal so den guten alten Schilling-Style mit der Hurricane. Ach, da kommen Erinnerungen wieder hoch. Oh, nicht Selbstmord begehen. Wie hat er denn das überlebt? Du bist ja ein heißer Feger. Du bist ja ein heißer Feger. Wo sind denn die Leute? Da, da ist jemand runtergefallen. Ich habe doch was gesehen. Jetzt tut nicht so, als wäre ich komplett blind. Bitte. Ich habe da hier doch irgendjemanden gesehen. Ja, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Der Yoda-Mann ist hier. Alles klar. Kommissar, nicht mit den Geistergranaten. Gut. Und im Normalfall würde jetzt vielleicht jemand sagen, Geistergranaten, pay to win, ich habe keine Geistergranaten. Vielleicht oder so. Aber wieso? Wieso sollte mich das aufregen? Gut, bin ich gestorben. Take it like a man oder hör auf zu spielen. Aus Ende. Und wenn das Spiel doch so viel Spaß macht, dann zahlt man eben mal einen Zehner oder was weiß ich, kann man ja mal sein Taschengeld ein bisschen aufsparen. Geht man einmal weniger am Wochenende saufen und kann sich für 20 Euro hier eine Paysafe-Karte kaufen. Wenn man lieber säuft, anstatt hier eine Geistergranate zu haben, selbst schuld, ehrlich gesagt. Noch dazu verbrennt... Oh, der war es, oder? Nur der war so gut getarnt? Nein, jetzt bin ich schon ganz verrückt, ich weiß es nicht. Kann natürlich sein. Kann natürlich sein. Das wäre aber eine ganz schön saubere Tarnungsaktion. Ich bin es gar nicht gewöhnt, die Taste N zu drücken. Aber jetzt hier mal mit dem Radar kann ich das auch direkt immer machen. Machen. Hier in der Mitte ist, glaube ich, nichts gut. Das ist nichts gut. Darauf gehen, das ist gar nichts gut. Das nicht schön. Granate habe ich auch noch. Mal schauen. Triffst du? Oh, triffst du hier irgendwie rauf oder nicht? Triffst du hier rauf oder nicht? Sag uns. Nein, 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 der ist doch gleich down. Ja, er ging noch down. Er ging down. Mein lieber Freund und Zwetschgenröster. Mein lieber Freund und Zwetschgenröster. Hier, da spawnt man und das ist nervig, denn hier kann man wirklich AFK gehen, glaube ich. Ohne dass das Gegnerteam her kann. Habe ich schon oft erlebt, da ist es irgendwie 8 gegen 8 und im Endeffekt spielen nur 3 Leute vom Gegnerteam mit und man denkt sich, wo sind die Leute? What the fuck? Ja, die stehen dann da einfach AFK rum und man kommt da nicht rein. Es sei denn, man springt irgendwie auf die Köpfe von anderen Leuten. Dann geht das natürlich... Oh, jetzt hätte ich gedacht, er wirft da eher eine Granate runter. Aber anscheinend macht er das nicht so... Gut. Hawk, du bist noch immer so gut, wie du vor einigen Monaten warst. Du hast deine Dienste noch erwiesen. Noch dazu, wenn man Bug used. Hier, das erkennt man immer an diesem Kopf. Dieser Bug kostet natürlich auch nichts. Das heißt, den kann man auch als Free-to-Play-User machen, wenn man darauf Lust hat. Nein, jetzt wirft er hier was rein. Jetzt wirft er hier was rein und belagert uns nun hier, aber da muss man schnell sein und gleich hier weg und dann, geh weg mit deinen Granaten, was spielst du mit Granaten, was soll denn das? Ich hab doch auch nicht, schau mal hier, pay to win, blablabla. Wie auch immer, ich finde sowas ja immer recht
amüsant und bin schon komplett immun geworden gegen solche Anschuldigungen oder Beleidigungen oder wie auch immer man es denn nennen möchte. Selbst schuld, wenn man sich den Spaß an einem Spiel nicht machen kann. Ist man selbst. Was wirfst du hier hinein? Da steht doch neben dir ein Spieler. Neben dir steht ein Spieler. Gehören die zusammen? Kennen sich die aus dem Clan und die spielen zusammen und wollen sich nicht gegenseitig killen? Ah, hier jetzt. Hier. Achtung, krass, super. Gut. Und da rechts war auch jemand, der. Wow, du wirfst. So weit treffen die? Bam. Nicht übel. Ich gehe jetzt mal bei der anderen Seite raus. Ich weiß nicht, wieso ich da immer hier diese Seite wähle. Mal schauen, was hier so abgeht. Da ist ein Spieler. Nein. Da ist kein Spieler. Achtung, checken. Alles sicher? Nein, gar nichts ist hier sicher. Oh, da war auch noch jemand. Alter Falter. Jetzt geht's aber ab hier. Ich muss da. Wieso spawne ich immer hier? Gibt's da keinen anderen Spawnplatz? Ich will da mal wieder runter. Ein bisschen Luft bekommen jetzt. Oh, da kommen die Granaten rein. Dann werfe ich mal eine hinaus. Oh, das war nicht gut. Ich dachte, das war schon die Mauer. Aber anscheinend war das noch gar nicht die Mauer. Da werde ich aber sauer. Hier muss irgendwo. In der Ecke steht er immer die ganze Zeit. Nein, jetzt nicht mehr. Gut. Alles geklärt. Oh, ich dachte, der liegt schon am Boden. Jetzt liegt er am Boden. Liegt der Yoda tot am Boden, dann kann man den Sniper loben. Keine Ahnung. Jetzt bin ich echt gespannt, wie viele Punkte die Runde dann gibt. Jetzt bin ich echt gespannt, weil das doch eine längere Runde war. Und das sollten schon ein paar... Die campen hier diesen Platz zum Rausgehen. Und man spawnt anscheinend wirklich nirgendwo anders. Das ist natürlich übel an der Map. Das wusste ich gar nicht mehr so. Oder kann man noch woanders spawnen? Anscheinend nicht. Ja, und dann stehen hier die Leute herum. Und prügeln mit dem Hammer auf eigene Spieler ein. Ah, hier drüben wird gecampt. Noch immer. Komm noch mal her. Komm noch einmal her. Dann kommt mein Sturmgewehr. Und knallt dich ganz knapp nicht ab. Haha, nicht mit mir. Was glaubst du? Gibt's ja was? Junge, hier gibt's doch auch eine Leiter. Glaubst du, ich komme darüber, dass du mir die Granaten ins Gesicht wirfst? Mann, Mann, Mann. Junger Padawan. Was soll... Nein, hier kann man auch spawnen. Wieso habe ich das Back und spawne 10-mal? Beziehungsweise 7-mal an dieser Stelle. Kann ich nicht so ganz... Kapischka. Vermutlich ist das mein typisches Pech. So, jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Wie viele Punkte gab's? 507 Punkte. Ja, hallo? Was will man denn mehr? Was will man denn mehr? Ohne irgendetwas. Mit Schraubenschlüssel, mit Anfangsgranate, mit meiner Anfangswaffe, die ich schon so lange habe und auch so lange gezockt habe. Und komplett nackig. Oh, sexy. Oh, sexy. Ja, ich kann das nicht so gut. Okay. Also, das hat eigentlich das bewiesen, was ich schon vermutet habe. Dass man ganz leicht heulen kann. Oh, du hast so viel und ich am ersten Tag noch gar nichts. Forever alone. Aber im Endeffekt ist dann doch alles ein wenig anders. Was mache ich jetzt hier eigentlich gerade? So, Wes. Hier, die nächste Waffe. Man fängt mit Black Widow an, die nächste Waffe hier, 1100. Und jetzt soll niemand sagen, oh, du hattest Hurricane. Man kann noch am Beginner-Server spielen und da kann mir keiner erklären, dass am Beginner-Server jeder vollkommen ausgestattet ist. Denn ansonsten würde Infernum in Geld schwimmen, die hätten eine eigene Insel und keine Ahnung was. Denn keiner macht immer neue Accounts, dass er dann... Keine Ahnung, wie viele Runden voll ausgestattet spielen kann. Hier, dann nächste Waffe. 6000 ist auch an einem Tag möglich, würde ich sagen. Scarab, 15.000. Und so arbeitet man sich einfach hoch. Ich habe jetzt in diesem Video allein schon mehr als 1000 Punkte gemacht in dieser kurzen Zeit. Und dann gibt es einmal am Tag die Coins vom Pick and Win, vom täglichen Login-Bonus. Und auch da kann man Waffen, die ich jetzt nicht so wertvoll finde, bekommen. Hier habe ich schon wieder 16. Wenn ich da jetzt einfach nur blöd spiele, Moment, vielleicht gibt es noch ein besseres Board hier. Zwei, ja,
tatsächlich. So. Was heißt, diesen Preis gibt es nicht? Was schlaberst du? Was soll denn das? Okay, dann mache ich doch hier. Egal, jetzt nur. Was? Was redest du? Diesen Preis gibt es nicht. Okay, keine Ahnung. Jedenfalls kann man hier diese ganzen Waffen nur durch die täglichen Missionen und durch die täglichen Pick-and-Win-Coins bekommen, die ich hier habe. Zum Beispiel hier Scorpion einen Tag, einen Tag, einen Tag. Und hier Spider einen Tag, Tarantula drei Tage, einen Tag, einen Tag. Das ist alles nur von diesen Pick-and-Win-Coins. Und ja, ich weiß nicht. Also wer dieses Spiel wirklich Pay-to-Win nennt, der hat noch einige andere Spiele noch nicht gespielt. Und es muss einem natürlich ein bisschen bewusst sein, wenn man 100% Free-to-Play spielt, dann loggt man sich nicht ein und ist der Übermacker. Aber gut, diese Meinung teilen vermutlich nicht so viele mit mir und da mache ich mir bestimmt auch jetzt Feinde, aber ich stehe zu meiner Meinung. Ich habe gerade gezeigt, dass man auch ganz normal zocken kann und Punkte bekommt und ich weiß da wirklich nicht, was da so abgeht. Okay, und Bricktastischer geht es dann auch beim nächsten Mal weiter. Geht in Deckung! Geht in Deckung!